Handwerkskammern haben eine berufsständige Selbstverwaltung. Sie übernehmen somit Aufgaben, die normalerweise sonst der Staat selbst machen müsste. Dadurch, dass die beruflichen Dinge betrachtet werden müssen, ist es natürlich besser, wenn das bei den Handwerkskammern ist, als beim Staat. Sie sind nicht weisungsgebunden, haben aber eine Rechtsaufsicht, wo sie alles überprüfen lassen müssen. Handwerkskammern haben ein Parlament. In der Vollversammlung werden alle wesentlichen Dinge besprochen und abgestimmt. Handwerkskammern haben einen Vorstand und ein Präsidium. Und in allen drei Organen sind die Arbeitnehmer jeweils zu einem Drittel mit beteiligt. Das haben andere Kammern nicht. Das ist ganz wichtig, die Beteiligung auch der Gewerkschaften für die Arbeitnehmer. Von der Seite her gesehen ist die Handwerkskammerarbeit eine sehr gute Sache. Ich mache schon seit vielen Jahren in der Selbstverwaltung der Kammer mit, weil ich das von früh an schon mitgemacht habe als Jugendvertreter, als Betriebsrat. Von daher gesehen bin ich auch ein stolzer Handwerker und das ist auch gut so und deswegen werde ich auch weitermachen. Musik.